EA Bomb Productions. EA Poe Productions liest Ludwig Tieck, der blonde Eckbert. In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden Eckbert nannte. Er war ungefähr 40 Jahre alt, kaum von mittlerer Größe und kurze hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen, eingefallenen Gesichte. Er lebte sehr ruhig für sich und war niemals in den Fehden seiner Nachbarn verwickelt. Auch sah man ihn nur selten außerhalb der Ringmauern seines kleinen Schlosses. Sein Weib liebte die Einsamkeit ebenso sehr, und beide schienen sich von Herzen zu lieben. Nur klagten sie gewöhnlich darüber, dass der Himmel ihre Ehe mit keinen Kindern segnen wolle. Nur selten wurde Eckbert von Gästen besucht. Und wenn es auch geschah, so wurde ihretwegen fast nichts in dem gewöhnlichen Gange des Lebens geändert. Die Mäßigkeit wohnte dort, und die Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. Eckbert war alsdann heiter und aufgeräumt. Nur wenn er allein war, bemerkte man an ihm eine gewisse Verschlossenheit, eine stille, zurückhaltende Melancholie. Niemand kam so häufig auf die Burg als Philipp Walter. Ein Mann, dem sich Eckbert angeschlossen hatte, weil er an diesem ungefähr dieselbe Art zu denken fand, der auch er am meisten zugetan war. Dieser wohnte eigentlich in Franken, hielt sich aber oft über ein halbes Jahr in der Nähe von Eckberts Burg auf, sammelte Kräuter und Steine und beschäftigte sich damit, sie in Ordnung zu bringen. Er lebte von einem kleinen Vermögen und war von niemand abhängig. Eckbert begleitete ihn oft auf seinen einsamen Spaziergängen, und mit jedem Jahre entspann sich zwischen ihnen beiden eine innigere Freundschaft. Es gibt Stunden, in denen es den Menschen ängstigt, wenn er vor seinem Freunde ein Geheimnis haben soll, was er bis dahin oft mit vieler Sorgfalt verborgen hat. Die Seele fühlt dann einen unwiderstehlichen Trieb, sich ganz mitzuteilen, dem Freunde auch das Innerste aufzuschließen, damit er umso mehr unser Freund werde. In diesem Augenblicken geben sich die zarten Seelen einander zu erkennen, und zuweilen geschieht es wohl auch, dass einer vor der Bekanntschaft des anderen zurückschreckt. Es war schon im Herbst, als Eckbert an einem nebligen Abend mit seinem Freunde und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines saß. Die Flamme warf einen hellen Schein durch das Gemach und spielte oben an der Decke. Die Nacht sah schwarz zu den Fenstern herein, und die Bäume draußen schüttelten sich vor nasser Kälte. Walter klagte über den weiten Rückweg, den er habe, und Eckbert schlug ihm vor, bei ihm zu bleiben, die halbe Nacht unter traulichen Gesprächen hinzubringen und dann in einem Gemache des Hauses bis am Morgen zu schlafen. Walter ging den Vorschlag ein, und nun ward Wein und die Abendmahlzeit hereingebracht, das Feuer durch Holz vermehrt und das Gespräch der Freunde heiterer und vertraulicher. Als das Abendessen abgetragen war und sich die Knechte wieder entfernt hatten, nahm Eckbert die Hand Walters und sagte, »Freund, ihr solltet euch einmal von meiner Frau die Geschichte ihrer Jugend erzählen lassen, die seltsam genug ist.« »Gern«, sagte Walter, und man setzte sich wieder um den Kamin. Es war jetzt gerade Mitternacht, der Mond sah abwechselnd durch die vorbeiflatternden Wolken. »Ihr müsst mich nicht für zudringlich halten«, fing Bertha an. »Mein Mann sagt, dass ihr so edel denkt, dass es Unrecht sei, euch etwas zu verhehlen. Nur haltet meine Erzählung für kein Märchen, so sonderbar sie auch klingen mag. Ich bin in einem Dorfe geboren. Mein Vater war ein armer Hirte. Die Haushaltung bei meinen Eltern war nicht zum Besten bestellt. Sie wussten sehr oft nicht, wo sie das Brot hernehmen sollten. Was mich aber noch weit mehr jammerte, war, dass mein Vater und meine Mutter sich oft über ihre Armut entzweiten und einer dem anderen dann bittere Vorwürfe machte. Sonst hörte ich beständig von mir, dass ich ein einfältiges, dummes Kind sei, das nicht das unbedeutendste Geschäft auszurichten wisse, und wirklich war ich äußerst ungeschickt und unbeholfen. Ich ließ alles aus den Händen fallen, ich lernte weder nähen noch spinnen. Ich konnte nichts in der Wirtschaft helfen, nur die Not meiner Eltern verstand ich sehr gut. Oft saß ich dann im Winkel und füllte meine Vorstellungen damit an, wie ich ihnen helfen wollte, wenn ich plötzlich reich würde, wie ich sie mit Gold und Silber überschütten und mich an ihrem Erstaunen laben möchte. Dann sah ich Geister heraufschweben, die mir unterirdische Schätze entdeckten,
oder mir kleine Kiesel gaben, die sich in Edelsteine verwandelten. Kurz, die wunderbarsten Fantasien beschäftigten mich, und wenn ich nun aufstehen musste, um irgendetwas zu helfen oder zu tragen, so zeigte ich mich noch viel ungeschickter, weil mir der Kopf von allen den seltsamen Vorstellungen schwindelte. Mein Vater war immer sehr ergrimmt auf mich, dass ich eine so ganz unnütze Last des Hauswesens sei. Er behandelte mich daher oft ziemlich grausam, und es war selten, dass ich ein freundliches Wort von ihm vernahm. So war ich ungefähr 8 Jahre alt geworden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, dass ich etwas tun oder lernen sollte. Mein Vater glaubte, es wäre nur Eigensinn oder Trägheit von mir, um meine Tage in Müßiggang hinzubringen. Genug, er setzte mir mit Drohungen unbeschreiblich zu, da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die grausamste Art, indem er sagte, dass diese Strafe mit jedem Tag wiederkehren sollte, weil ich doch nur ein unnützes Geschöpf sei. Die ganze Nacht hindurch weinte ich herzlich. Ich fühlte mich so außerordentlich verlassen, ich hatte ein solches Mitleid mit mir selber, dass ich zu sterben wünschte. Ich fürchtete den Anbruch des Tages. Ich wußte durchaus nicht, was ich anfangen sollte. Ich wünschte mir alle mögliche Geschicklichkeit und konnte gar nicht begreifen, warum ich einfältiger sei als die übrigen Kinder meiner Bekanntschaft. Ich war der Verzweiflung nahe. Als der Tag graute, stand ich auf und eröffnete, fast ohne dass ich es wußte, die Tür unserer kleinen Hütte. Ich stand auf dem freien Felde. Bald darauf war ich in einem Walde, in den der Tag kaum noch hereinblickte. Ich lief immer fort, ohne mich umzusehen. Ich fühlte keine Müdigkeit, denn ich glaubte immer, mein Vater würde mich noch wieder einholen und, durch meine Flucht gereizt, mich noch grausamer behandeln. Als ich aus dem Walde wieder heraustrat, stand die Sonne schon ziemlich hoch. Ich sah jetzt etwas Dunkles vor mir liegen, welches ein dichter Nebel bedeckte. Bald mußte ich über Hügel klettern, bald durch einen zwischen Felsen gewundenen Weg gehen, und ich erriet nun, dass ich mich wohl in dem benachbarten Gebirge befinden müsse, worüber ich anfing, mich in der Einsamkeit zu fürchten. Denn ich hatte in der Ebene noch keine Berge gesehen, und das bloße Wort Gebirge, wenn ich davon hatte reden hören, war meinem kindischen Ohr ein fürchterlicher Ton gewesen. Ich hatte nicht das Herz, zurückzugehen. Meine Angst trieb mich vorwärts. Oft sah ich mich erschrocken um, wenn der Wind über mir weg durch die Bäume fuhr oder ein ferner Holzschlag weit durch den stillen Morgen hintönte. Als mir Köhler und Bergleute endlich begegneten und ich eine fremde Aussprache hörte, wäre ich vor Entsetzen fast in Ohnmacht gesunken. Ich kam durch mehrere Dörfer und bettelte, weil ich jetzt Hunger und Durst empfand. Ich half mir so ziemlich mit meinen Antworten durch, wenn ich gefragt wurde. So war ich ungefähr 4 Tage fortgewandert, als ich auf einen kleinen Fußsteig geriet, der mich von der großen Straße immer mehr entfernte. Die Felsen um mich her gewannen jetzt eine andere, weit seltsamere Gestalt. Es waren Klippen, so aufeinandergepackt, dass es das Ansehen hatte, als wenn sie der erste Windstoß durcheinanderwerfen würde. Ich wußte nicht, ob ich weitergehen sollte. Ich hatte des Nachts immer im Walde geschlafen, denn es war gerade zur schönsten Jahreszeit, oder in abgelegenen Schäferhütten. Hier traf ich aber gar keine menschliche Wohnung und konnte auch nicht vermuten, in dieser Wildnis auf eine zu stoßen. Die Felsen wurden immer furchtbarer. Ich mußte oft dicht an schwindligen Abgründen vorbeigehen, und endlich hörte sogar der Weg unter meinen Füßen auf. Ich war ganz trostlos. Ich weinte und schrie, und in den Felsentälern hallte meine Stimme auf eine schreckliche Art zurück. Nun brach die Nacht herein, und ich suchte mir eine Moosstelle aus, um dort zu ruhen. Ich konnte nicht schlafen. In der Nacht hörte ich die seltsamsten Töne. Bald hielt ich es für wilde Tiere, bald für den Wind, der durch die Felsen klage, bald für fremde Vögel. Ich betete, und ich schlief nur spät gegen Morgen ein. Ich erwachte, als mir der Tag ins Gesicht schien. Vor mir war ein steiler Felsen. Ich kletterte in der Hoffnung hinauf, von dort den Ausgang aus der Wildnis zu entdecken und vielleicht Wohnungen oder Menschen gewahr zu werden. Als ich aber oben stand, war alles, soweit mein Auge nur reichte, ebenso wie um mich her, alles war mit einem nebligen Dufte überzogen.
Der Tag war grau und trübe, und keinen Baum, keine Wiese, selbst kein Gebüsch konnte mein Auge erspähen, einzelne Sträucher ausgenommen, die einsam und betrübt in engen Felsenritzen emporgeschossen waren. Es ist unbeschreiblich, welche Sehnsucht ich empfand, nur eines Menschen ansichtig zu werden, wäre es auch, dass ich mich vor ihm hätte fürchten müssen. Zugleich fühlte ich einen peinigenden Hunger. Ich setzte mich nieder und beschloss zu sterben. Aber nach einiger Zeit trug die Lust zu leben dennoch den Sieg davon. Ich raffte mich auf und ging unter Tränen und abgebrochenen Seufzern den ganzen Tag hindurch. Am Ende war ich mir meiner kaum noch bewusst. Ich war müde und erschöpft. Ich wünschte kaum noch zu leben und fürchtete doch den Tod. Gegen Abend schien die Gegend umher etwas freundlicher zu werden. Meine Gedanken, meine Wünsche lebten wieder auf. Die Lust zum Leben erwachte in allen Adern. Ich glaubte jetzt, das Gesause einer Mühle aus der Ferne zu hören. Ich verdoppelte meine Schritte, und wie wohl, wie leicht ward mir, als ich endlich wirklich die Grenzen der öden Felsen erreichte. Ich sah Wälder und Wiesen mit fernen, angenehmen Bergen wieder vor mir liegen. Mir war, als wenn ich aus der Hölle in ein Paradies getreten wäre. Die Einsamkeit und meine Hilflosigkeit schienen mir nun gar nicht fürchterlich. Statt der gehofften Mühle stieß ich auf einen Wasserfall, der meine Freude freilich um vieles minderte. Ich schöpfte mit der Hand einen Trunk aus dem Bache, als mir plötzlich war, als höre ich in einiger Entfernung ein leises Husten. Nie bin ich so angenehm überrascht worden als in diesem Augenblick. Ich ging näher und ward an der Ecke des Waldes eine alte Frau gewahr, die auszuruhen schien. Sie war fast ganz schwarz gekleidet, und eine schwarze Kappe bedeckte ihren Kopf und einen großen Teil des Gesichtes. In der Hand hielt sie einen Krückenstock. Ich näherte mich ihr und bat um ihre Hilfe. Sie ließ mich neben sich niedersetzen und gab mir Brot und etwas Wein. Indem ich aß, sang sie mit kreischendem Tone ein geistliches Lied. Als sie geendet hatte, sagte sie mir, ich möchte ihr folgen. Ich war über diesen Antrag sehr erfreut, so wunderlich mir auch die Stimme und das Wesen der Alten vorkam. Mit ihrem Krückenstocke ging sie ziemlich behende, und bei jedem Schritt verzog sie ihr Gesicht so, dass ich im Anfange darüber lachen musste. Die wilden Felsen traten immer weiter hinter uns zurück. Wir gingen über eine angenehme Wiese und dann durch einen ziemlich langen Wald. Als wir heraustraten, ging die Sonne gerade unter, und ich werde den Anblick und die Empfindung dieses Abends nie vergessen. In das sanfteste Rot und Gold war alles verschmolzen. Die Bäume standen mit ihren Wipfeln in der Abendröte, und über den Feldern lag der entzückende Schein. Die Wälder und die Blätter der Bäume standen still. Der reine Himmel sah aus wie ein aufgeschlossenes Paradies, und das Rieseln der Quellen und von Zeit zu Zeit das Flüstern der Bäume tönte durch die heitere Stille wie in wehmütiger Freude. Meine junge Seele bekam jetzt zuerst eine Ahnung von der Welt und ihren Begebenheiten. Ich vergaß mich und meine Führerin, mein Geist und meine Augen schwärmten nur zwischen den goldenen Wolken. Wir stiegen nun einen Hügel hinan, der mit Birken bepflanzt war. Von oben sah man in ein grünes Tal voller Birken hinein, und unten, mitten in den Bäumen, lag eine kleine Hütte. Ein munteres Bellen kam uns entgegen, und bald sprang ein kleiner, behender Hund die Alte an und wedelte. Dann kam er zu mir, besah mich von allen Seiten und kehrte mit freundlichen Gebärden zur Alten zurück. Als wir vom Hügel heruntergingen, hörte ich einen wunderbaren Gesang, der aus der Hütte zu kommen schien, wie von einem Vogel. Es sang also: Waldeinsamkeit, die mich erfreut, so morgen wie heut, in ewiger Zeit, o, wie mich freut Waldeinsamkeit. Diese wenigen Worte wurden beständig wiederholt. Wenn ich es beschreiben soll, so war es fast, als wenn ein Waldhorn und Schallmeier ganz in der Ferne durcheinander spielen. Meine Neugier war außerordentlich gespannt. Ohne dass ich auf den Befehl der Alten wartete, trat ich mit in die Hütte. Die Dämmerung war schon eingebrochen, alles war ordentlich aufgeräumt. Einige Becher standen auf einem Wandschranke, fremdartige Gefäße auf einem Tische, in einem glänzenden Käfig hing ein Vogel am Fenster. Und er war es wirklich, der die Worte sang.
Die Alte keuchte und hustete, sie schien sich gar nicht mehr erholen zu können. Bald streichelte sie den kleinen Hund, bald sprach sie mit dem Vogel, der ihr nur mit seinem gewöhnlichen Liede Antwort gab. Übrigens tat sie gar nicht, als wenn ich zugegen wäre. Indem ich sie so betrachtete, überlief mich mancher Schauer, denn ihr Gesicht war in einer ewigen Bewegung, indem sie dazu wie vor Alter mit dem Kopfe schüttelte, so daß ich durchaus nicht wissen konnte, wie ihr eigentliches Aussehen beschaffen war. Als sie sich erholt hatte, zündete sie ein Licht an, deckte einen ganz kleinen Tisch und trug das Abendessen auf. Jetzt sah sie sich nach mir um und hieß mir einen von den geflochtenen Rohrstühlen nehmen. So saß ich ihr nun dicht gegenüber und das Licht stand zwischen uns. Sie faltete ihre knöchernen Hände und betete laut, indem sie ihre Gesichtsverzerrungen machte, so daß es mich beinahe wieder zum Lachen gebracht hätte. Aber ich nahm mich sehr in Acht, um sie nicht zu erbosen. Nach dem Abendessen betete sie wieder, und dann wies sie mir in einer niedrigen und engen Kammer ein Bett an. Sie schlief in der Stube. Ich blieb nicht lange munter, ich war halb betäubt, aber in der Nacht wachte ich einige Male auf, und dann hörte ich die Alte husten und mit dem Hunde sprechen und den Vogel dazwischen, der im Traum zu sein schien und immer nur einzelne Worte von seinem Liede sang. Das machte mit den Birken, die vor dem Fenster rauschten, und mit dem Gesang einer entfernten Nachtigall ein so wunderbares Gemisch, daß es mir immer nicht war, als sei ich erwacht, sondern als fiele ich nur in einen anderen, noch seltsameren Traum. Am Morgen weckte mich die Alte und wies mich bald nachher zur Arbeit an. Ich mußte spinnen, und ich begriff es auch bald. Dabei hatte ich noch für den Hund und den Vogel zu sorgen. Ich lernte mich schnell in die Wirtschaft finden, und alle Gegenstände umher wurden mir bekannt. Nun war mir, es müßte alles so sein. Ich dachte gar nicht mehr daran, daß die Alte etwas Seltsames an sich habe, daß die Wohnung abenteuerlich und von allen Menschen entfernt liege, und daß an dem Vogel etwas Außerordentliches sei. Seine Schönheit fiel mir zwar immer auf, denn seine Federn glänzten mit allen möglichen Farben, das schönste Hellblau und das brennendste Rot wechselten an seinem Halse und Leibe, und wenn er sang, blähte er sich stolz auf, so daß sich seine Federn noch prächtiger zeigten. Oft ging die Alte aus und kam erst am Abend spät zurück. Ich ging ihr dann mit dem Hunde entgegen, und sie nannte mich Kind und Tochter. Ich ward ihr endlich von Herzen gut, wie sich unser Sinn denn an alles, besonders in der Kindheit, gewöhnt. In den Abendstunden lehrte sie mich lesen. Ich fand mich leicht in die Kunst, und es ward nachher in meiner Einsamkeit eine Quelle von unendlichem Vergnügen, denn sie hatte einige alte geschriebene Bücher, die wunderbare Geschichten enthielten. Die Erinnerung an meine damalige Lebensart ist mir noch bis jetzt immer seltsam. Von keinem menschlichen Geschöpfe besucht, nur in einem so kleinen Familienzirkel einheimisch, denn der Hund und der Vogel machten denselben Eindruck auf mich, den sonst nur längst gekannte Freunde hervorbringen. Ich habe mich immer nicht wieder auf den seltsamen Namen des Hundes besinnen können, so oft ich ihn auch damals nannte. 4 Jahre hatte ich so mit der Alten gelebt, und ich mochte ungefähr 12 Jahre alt sein, als sie mir endlich mehr vertraute und mir ein Geheimnis entdeckte. Der Vogel legte nämlich an jedem Tage ein Ei, in dem sich eine Perl oder ein Edelstein befand. Ich hatte schon immer bemerkt, daß sie heimlich in dem Käfige wirtschafte, mich aber nie genau darum bekümmert. Sie trug mir jetzt das Geschäft auf, in ihrer Abwesenheit diese Eier zu nehmen und in den fremdartigen Gefäßen wohl zu verwahren. Sie ließ mir meine Nahrung zurück und blieb nun länger aus, Wochen, Monate. Mein Rädchen schnurrte, der Hund bellte, der wunderbare Vogel sang, und dabei war alles so still in der Gegend umher, daß ich mich in der ganzen Zeit keines Sturmwindes, keines Gewitters erinnere. Kein Mensch verirrte sich dorthin, kein Wild kam unserer Behausung nahe. Ich war zufrieden und arbeitete mich von einem Tage zum anderen hinüber. Der Mensch wäre vielleicht recht glücklich, wenn er so ungestört sein Leben bis ans Ende fortfahren könnte. Aus dem Wenigen, was ich las, bildete ich mir ganz wunderliche Vorstellungen von der Welt und den Menschen. Alles war von mir und meiner Gesellschaft hergenommen. Wenn von lustigen Leuten die Rede war, konnte ich sie mir nicht anders vorstellen wie den kleinen Spitz.
Prächtige Damen sahen immer wie der Vogel aus, alle alten Frauen wie meine wunderliche Alte. Ich hatte auch von Liebe etwas gelesen und spielte nun in meiner Phantasie seltsame Geschichten mit mir selber. Ich dachte mir den schönsten Ritter von der Welt. Ich schmückte ihn mit allen Vortrefflichkeiten aus, ohne eigentlich zu wissen, wie er nun nach allen meinen Bemühungen aussah. Aber ich konnte ein rechtes Mitleid mit mir selber haben, wenn er mich nicht wiederliebte. Dann sagte ich lange rührende Reden in Gedanken her, zuweilen wohl auch laut, um ihn nur zu gewinnen. Ihr lächelt. Wir sind jetzt freilich über alle diese Zeit der Jugend hinüber. Es war mir jetzt lieber, wenn ich allein war, denn alsdann war ich selbst die Gebieterin im Hause. Der Hund liebte mich sehr und tat alles, was ich wollte. Der Vogel antwortete mir in seinem Liede auf alle meine Fragen. Mein Rädchen drehte sich immer munter, und so fühlte ich im Grunde nie den Wunsch nach Veränderung. Wenn die Alte von ihren langen Wanderungen zurückkam, lobte sie meine Aufmerksamkeit. Sie sagte, dass ihre Haushaltung, seit ich dazugehöre, weit ordentlicher geführt werde. Sie freute sich über mein Wachstum und mein gesundes Aussehen. Kurz, sie ging ganz mit mir wie mit einer Tochter um. »Du bist brav, mein Kind«, sagte sie einst zu mir in einem schnurrenden Tone. »Wenn du so fortfährst, wird es dir auch immer gut gehen. Aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht. Die Strafe folgt nach, wenn auch noch so spät.« Indem sie das sagte, achtete ich eben nicht sehr darauf, denn ich war in allen meinen Bewegungen und meinem ganzen Wesen sehr lebhaft. Aber in der Nacht fiel es mir wieder ein, und ich konnte nicht begreifen, was sie damit hatte sagen wollen. Ich überlegte alle Worte genau. Ich hatte wohl von den Reichtümern gelesen, und am Ende fiel mir ein, dass ihre Perlen und Edelsteine wohl etwas Kostbares sein könnten. Dieser Gedanke wurde mir bald noch deutlicher. Aber was konnte sie mit der rechten Bahn meinen? Ganz konnte ich den Sinn ihrer Worte noch immer nicht fassen. Ich war jetzt 14 Jahre alt, und es ist ein Unglück für den Menschen, dass er seinen Verstand nur darum bekommt, um die Unschuld seiner Seele zu verlieren. Ich begriff nämlich wohl, dass es nur auf mich ankomme, in der Abwesenheit der Alten den Vogel und die Kleinodien zu nehmen und damit die Welt, von der ich gelesen hatte, aufzusuchen. Zugleich war es mir dann vielleicht möglich, den überaus schönen Ritter anzutreffen, der mir immer noch im Gedächtnisse lag. Im Anfang war dieser Gedanke nichts weiter als jeder andere Gedanke, aber wenn ich so an meinem Rade saß, so kam er mir immer wieder willen zurück, und ich verlor mich so in ihm, dass ich mich schon herrlich geschmückt sah und Ritter und Prinzen um mich her. Wenn ich mich so vergessen hatte, konnte ich ordentlich betrübt werden, wenn ich wieder aufschaute und mich in der kleinen Wohnung antraf. Übrigens, wenn ich meine Geschäfte tat, bekümmerte sich die Alte nicht weiter um mein Wesen. An einem Tage ging meine Wirtin wieder fort und sagte mir, dass sie diesmal länger als gewöhnlich ausbleiben werde. Ich solle ja auf alles ordentlich Acht geben und mir die Zeit nicht lang werden lassen. Ich nahm mit einer gewissen Bangigkeit von ihr Abschied, denn es war mir, als würde ich sie nicht wiedersehen. Ich sah ihr lange nach und wusste selbst nicht, warum ich so beängstigt war. Es war fast, als wenn mein Vorhaben schon vor mir stünde, ohne mich dessen deutlich bewusst zu sein. Nie habe ich des Hundes und des Vogels mit einer solchen Emsigkeit gepflegt. Sie lagen mir näher am Herzen als sonst. Die Alte war schon einige Tage abwesend, als ich mit dem festen Vorsatze aufstand, mit dem Vogel die Hütte zu verlassen und die sogenannte Welt aufzusuchen. Es war mir enge und bedrängt zu Sinne. Ich wünschte, wieder da zu bleiben, und doch war mir der Gedanke widerwärtig. Es war ein seltsamer Kampf in meiner Seele, wie ein Streiten von zwei widerspenstigen Geistern in mir. In einem Augenblicke kam mir die ruhige Einsamkeit so schön vor, dann entzückte mich wieder die Vorstellung einer neuen Welt mit allen ihren wunderbaren Mannigfaltigkeiten. Ich wusste nicht, was ich aus mir selber machen sollte. Der Hund sprang mich unaufhörlich an, der Sonnenschein breitete sich munter über die Felder aus, die grünen Birken funkelten. Ich hatte die Empfindung, als wenn ich etwas sehr Eiliges zu tun hätte. Ich griff also den kleinen Hund, band ihn in der Stube fest und nahm dann den Käfig mit dem Vogel unter den Arm. Der Hund krümmte sich und winselte über diese ungewohnte Behandlung.
Er sah mich mit bittenden Augen an, aber ich fürchtete mich, ihn mit mir zu nehmen. Noch nahm ich eins von den Gefäßen, das mit Edelsteinen gefüllt war, und steckte es zu mir. Die übrigen ließ ich stehen. Der Vogel drehte den Kopf auf eine wunderliche Weise, als ich mit ihm zur Tür hinaustrat. Der Hund strengte sich sehr an, mir nachzukommen, aber er mußte zurückbleiben. Ich vermied den Weg nach den wilden Felsen und ging nach der entgegengesetzten Seite. Der Hund bellte und winselte immerfort, und es rührte mich recht inniglich. Der Vogel wollte einige Male zu singen anfangen, aber da er getragen ward, mußte es ihm wohl unbequem fallen. So wie ich weiterging, hörte ich das Bellen immer schwächer, und endlich hörte es ganz auf. Ich weinte und wäre beinahe wieder umgekehrt, aber die Sucht, etwas Neues zu sehen, trieb mich vorwärts. Schon war ich über Berge und durch einige Wälder gekommen, als es Abend ward und ich in einem Dorfe einkehren mußte. Ich war sehr blöde, als ich in die Schenke trat. Man wies mir eine Stube und ein Bette an. Ich schlief ziemlich ruhig, nur daß ich von der Alten träumte, die mir drohte. Meine Reise war ziemlich einförmig, aber je weiter ich ging, je mehr ängstigte mich die Vorstellung von der Alten und dem kleinen Hunde. Ich dachte daran, daß er wahrscheinlich ohne meine Hilfe verhungern müsse. Im Walde glaubte ich oft, die Alte würde mir plötzlich entgegentreten. So legte ich unter Tränen und Seufzern den Weg zurück. So oft ich ruhte und den Käfig auf den Boden stellte, sang der Vogel sein wunderliches Lied, und ich erinnerte mich dabei recht lebhaft des schönen verlassenen Aufenthaltes. Wie die menschliche Natur vergesslich ist, so glaubte ich jetzt, meine vormalige Reise in der Kindheit sei nicht so trübselig gewesen als meine jetzige. Ich wünschte, wieder in derselben Lage zu sein. Ich hatte einige Edelsteine verkauft und kam nun nach einer Wanderschaft von vielen Tagen in einem Dorf an. Schon beim Eintritt ward mir wundersam zumute. Ich erschrak und wußte nicht worüber, aber bald erkannt ich mich, denn es war dasselbe Dorf, in welchem ich geboren war. Wie ward ich überrascht! Wie liefen mir vor Freuden wegen tausend seltsamer Erinnerungen die Tränen von den Wangen. Vieles war verändert, es waren neue Häuser entstanden. Andere, die man damals erst errichtet hatte, waren jetzt verfallen. Ich traf auch Brandstellen. Alles war weit kleiner, gedrängter, als ich erwartet hatte. Unendlich freute ich mich darauf, meine Eltern nun nach so manchen Jahren wiederzusehen. Ich fand das kleine Haus, die wohlbekannte Schwelle, der Griff der Tür war noch ganz so wie damals. Es war mir, als hätte ich sie nur gestern angelehnt. Mein Herz klopfte ungestüm. Ich öffnete sie hastig, aber ganz fremde Gesichter saßen in der Stube umher und stierten mich an. Ich fragte nach dem Schäfer Martin, und man sagte mir, er sei schon seit 3 Jahren mit seiner Frau gestorben. Ich trat schnell zurück und ging laut weinend aus dem Dorfe hinaus. Ich hatte es mir so schön gedacht, sie mit meinem Reichtume zu überraschen. Durch den seltsamsten Zufall war das nun wirklich geworden, was ich in meiner Kindheit immer nur träumte. Und jetzt war alles umsonst. Sie konnten sich nicht mit mir freuen, und das, worauf ich am meisten immer im Leben gehofft habe, war für mich auf ewig verloren. In einer angenehmen Stadt mietete ich mir ein kleines Haus mit einem Garten und nahm eine Aufwärterin zu mir. So wunderbar, als ich es vermutet hatte, kam mir die Welt nicht vor, aber ich vergaß die alte und meinen ehemaligen Aufenthaltsort etwas mehr, und so lebte ich im Ganzen recht zufrieden. Der Vogel hatte schon seit lange nicht mehr gesungen. Ich erschrak daher nicht weniger, als er in einer Nacht plötzlich wieder anfing, und zwar mit einem veränderten Lied. Er sang: »Waldeinsamkeit, wie liegst du weit? O, dich gereut einst mit der Zeit, ach, die einzige Freud, Waldeinsamkeit!« Ich konnte die Nacht hindurch nicht schlafen. Alles fiel mir von Neuem in die Gedanken, und mehr als jemals fühlte ich, daß ich Unrecht getan hatte. Als ich aufstand, war mir der Anblick des Vogels ordentlich zuwider. Er sah immer nach mir hin, und seine Gegenwart ängstigte mich. Er hörte nun mit seinem Liede gar nicht wieder auf, und er sang es lauter und schallender, als er es sonst gewohnt gewesen war. Je mehr ich ihn betrachtete, je bänger machte er mich.
Ich öffnete endlich den Käfig, steckte die Hand hinein und fasste seinen Hals. Herzhaft drückte ich die Finger zusammen. Er sah mich bittend an, ich ließ los, aber er war schon gestorben. Ich begrub ihn im Garten. Jetzt wandelte mich oft eine Furcht vor meiner Aufwärterin an. Ich dachte an mich selbst zurück und glaubte, dass sie mich auch einst berauben oder wohl gar ermorden könne. Schon lange kannte ich einen jungen Ritter, der mir überaus gefiel. Ich gab ihm meine Hand, und hiermit, Herr Walter, ist meine Geschichte geendigt. Ihr hättet sie damals sehen sollen, fiel Egbert hastig ein. Ihre Jugend, ihre Schönheit und welch einen unbeschreiblichen Reiz hier ihre einsame Erziehung gegeben hatte. Sie kam mir vor wie ein Wunder, und ich liebte sie ganz über alles Maß. Ich hatte kein Vermögen, aber durch ihre Liebe kam ich in diesen Wohlstand. Wir zogen hierher, und unsere Verbindung hat uns bis jetzt noch keinen Augenblick gereut. »Aber über unser Schwatzen«, fing Bertha wieder an, »ist es schon tief in die Nacht geworden. Wir wollen uns schlafen legen.« Sie stand auf und ging nach ihrer Kammer. Walter wünschte ihr mit einem Handkusse eine gute Nacht und sagte, »Edle Frau, ich danke euch. Ich kann mir euch recht vorstellen mit dem seltsamen Vogel und wie ihr den kleinen Stromian füttert.« Auch Walter legte sich schlafen, nur Egbert ging noch unruhig im Saale auf und ab. »Ist der Mensch nicht ein Tor?« fing er endlich an. »Ich bin erst die Veranlassung, dass meine Frau ihre Geschichte erzählt, und jetzt gereut mich diese Vertraulichkeit. Wird er sie nicht missbrauchen? Wird er sie nicht anderen mitteilen? Wird er nicht vielleicht, denn das ist die Natur des Menschen, eine unselige Habsucht nach unseren Edelgesteinen empfinden und deswegen Pläne anlegen und sich verstellen?« Es fiel ihm ein, dass Walter nicht so herzlich von ihm Abschied genommen hatte, als es nach einer solchen Vertraulichkeit wohl natürlich gewesen wäre. Wenn die Seele erst einmal zum Argwohn gespannt ist, so trifft sie auch in allen Kleinigkeiten Bestätigungen an. Dann warf sich Egbert wieder sein unedles Misstrauen gegen seinen wackern Freund vor und konnte doch nicht davon zurückkehren. Er schlug sich die ganze Nacht mit diesen Vorstellungen herum und schlief nur wenig. Bertha war krank und konnte nicht zum Frühstück erscheinen. Walter schien sich nicht viel darum zu kümmern und verließ auch den Ritter ziemlich gleichgültig. Egbert konnte sein Betragen nicht begreifen. Er besuchte seine Gattin. Sie lag in einer Fieberhitze und sagte, die Erzählung in der Nacht müsse sie auf diese Art gespannt haben. Seit diesem Abend besuchte Walter nur selten die Burg seines Freundes, und wenn er auch kam, ging er nach einigen unbedeutenden Worten wieder weg. Egbert ward durch dieses Betragen im äußersten Grade gepeinigt. Er ließ sich zwar gegen Bertha und Walter nichts davon merken, aber jeder mußte doch seine innerliche Unruhe an ihm gewahr werden. Mit Berthas Krankheit ward es immer bedenklicher. Der Arzt ward ängstlich, die Röte von ihren Wangen war verschwunden und ihre Augen wurden immer glühender. An einem Morgen ließ sie ihren Mann an ihr Bett rufen, die Mägde mußten sich entfernen. »Lieber Mann«, fing sie an, »ich muß dir etwas entdecken, das mich fast um meinen Verstand gebracht hat, das meine Gesundheit zerrüttet, so eine unbedeutende Kleinigkeit es auch an sich scheinen möchte. Du weißt, dass ich mich immer nicht, so oft ich von meiner Kindheit sprach, trotz aller angewandten Mühe auf den Namen des kleinen Hundes besinnen konnte, mit welchem ich so lange umging. An jenem Abend sagte Walter beim Abschiede plötzlich zu mir, »Ich kann mir euch recht vorstellen, wie ihr den kleinen Stromian füttert.« »Ist das Zufall? Hat er den Namen erraten? Weiß er ihn? Und hat er ihn mit Vorsatz genannt? Und wie hängt dieser Mensch dann mit meinem Schicksale zusammen? Zuweilen kämpfte ich mit mir, als ob ich mir diese Seltsamkeit nur einbilde, aber es ist gewiß, nur zu gewiß. Ein gewaltiges Entsetzen befiel mich, als mir ein fremder Mensch so zu meinen Erinnerungen verhalf. Was sagst du, Egbert?« Egbert sah seine leidende Gattin mit einem tiefen Gefühle an. Er schwieg und dachte bei sich nach, dann sagte er ihr einige tröstende Worte und verließ sie. In einem abgelegenen Gemache ging er in unbeschreiblicher Unruhe auf und ab. Walter war seit vielen Jahren sein einziger Umgang gewesen, und doch war dieser Mensch jetzt der einzige in der Welt, dessen Dasein ihn drückte und peinigte. Es schien ihm, als würde ihm froh und leicht sein, wenn nur dieses einzige Wesen aus seinem Wege gerückt werden könnte.
Er nahm seine Armbrust, um sich zu zerstreuen und auf die Jagd zu gehen. Es war ein rauer, stürmischer Wintertag. Tiefer Schnee lag auf den Bergen und bog die Zweige der Bäume nieder. Er streifte umher, der Schweiß stand ihm auf der Stirne, er traf auf kein Wild, und das vermehrte seinen Unmut. Plötzlich sah er sich etwas in der Ferne bewegen. Es war Walter, der Moos von den Bäumen sammelte. Ohne zu wissen, was er tat, legte er an. Walter sah sich um und drohte mit einer stummen Gebärde. Aber in dem flog der Bolzen ab und Walter stürzte nieder. Egbert fühlte sich leicht und beruhigt, und doch trieb ihn ein Schauder nach seiner Burg zurück. Er hatte einen großen Weg zu machen, denn er war weit hinaus in die Wälder verirrt. Als er ankam, war Bertha schon gestorben. Sie hatte vor ihrem Tode noch viel von Walter und der Alten gesprochen. Egbert lebte nun eine lange Zeit in der größten Einsamkeit. Er war schon sonst immer schwermütig gewesen, weil ihn die seltsame Geschichte seiner Gattin beunruhigte und er irgendeinen unglücklichen Vorfall, der sich ereignen könnte, befürchtete. Aber jetzt war er ganz mit sich zerfallen. Die Ermordung seines Freundes stand ihm unaufhörlich vor Augen. Er lebte unter ewigen inneren Vorwürfen. Um sich zu zerstreuen, begab er sich zuweilen nach der nächsten großen Stadt, wo er Gesellschaften und Feste besuchte. Er wünschte, durch irgendeinen Freund die Leere in seiner Seele auszufüllen, und wenn er dann wieder an Walter zurückdachte, so erschrak er vor dem Gedanken, einen Freund zu finden, denn er war überzeugt, dass er nur unglücklich mit jedwedem Freunde sein könne. Er hatte so lange mit Bertha in einer schönen Ruhe gelebt, die Freundschaft Walters hatte ihn so manches Jahr hindurch beglückt, und jetzt waren beide so plötzlich dahingerafft, dass ihm sein Leben in manchen Augenblicken mehr wie ein seltsames Märchen als wie ein wirklicher Lebenslauf erschien. Ein junger Ritter, Hugo, schloss sich an den stillen, betrübten Egbert und schien eine wahrhafte Zuneigung gegen ihn zu empfinden. Egbert fand sich auf eine wunderbare Weise überrascht. Er kam der Freundschaft des Ritters umso schneller entgegen, je weniger er sie vermutet hatte. Beide waren nun häufig beisammen. Der Fremde erzeigte Egbert alle möglichen Gefälligkeiten. Einer ritt fast nicht mehr ohne den anderen aus. In allen Gesellschaften trafen sie sich. Kurz, sie schienen unzertrennlich. Egbert war immer nur auf kurze Augenblicke froh, denn er fühlte es deutlich, dass ihn Hugo nur aus einem Irrtum liebe. Jener kannte ihn nicht, wußte seine Geschichte nicht, und er fühlte wieder denselben Drang, sich ihm ganz mitzuteilen, damit er versichert sein könne, ob jener auch wahrhaft sein Freund sei. Dann hielten ihn wieder Bedenklichkeiten und die Furcht, verabscheut zu werden, zurück. In manchen Stunden war er so sehr von seiner Nichtswürdigkeit überzeugt, dass er glaubte, kein Mensch, für den er nicht ein völliger Fremdling sei, könne ihn seiner Achtung würdigen. Aber dennoch konnte er sich nicht widerstehen. Auf einem einsamen Spazierritte entdeckte er seinem Freunde seine ganze Geschichte und fragte ihn dann, ob er wohl einen Mörder lieben könne. Hugo war gerührt und suchte ihn zu trösten. Egbert folgte ihm mit leichtem Herzen zur Stadt. Es schien aber seine Verdammnis zu sein, gerade in der Stunde des Vertrauens Argwohn zu schöpfen, denn kaum waren sie in den Saal getreten, als ihm beim Schein der vielen Lichter die Mienen seines Freundes nicht gefielen. Er glaubte, ein hämisches Lächeln zu bemerken. Es fiel ihm auf, dass er nur wenig mit ihm spreche, dass er mit den Anwesenden viel rede und seiner gar nicht zu achten scheine. Ein alter Ritter war in der Gesellschaft, der sich immer als den Gegner Egberts gezeigt hatte und sich oft nach seinem Reichtum und seiner Frau auf eine eigene Weise erkundigt hatte. Zu diesem gesellte sich Hugo, und beide sprachen eine Zeit lang heimlich, indem sie nach Egbert hindeuteten. Dieser sah jetzt seinen Argwohn bestätigt. Er glaubte sich verraten, und eine schreckliche Wut bemeisterte sich seiner. Indem er noch immer hinstarrte, sah er plötzlich Walters Gesicht, alle seine Mienen, die ganze, ihm so wohlbekannte Gestalt. Er sah noch immer hin und ward überzeugt, dass niemand als Walter mit dem Alten spreche. Sein Entsetzen war unbeschreiblich. Außer sich stürzte er hinaus, verließ noch in der Nacht die Stadt und kehrte nach vielen Irrwegen auf seine Burg zurück. Wie ein unruhiger Geist eilte er jetzt von Gemach zu Gemach. Kein Gedanke hielt ihm stand.
Er verfiel von entsetzlichen Vorstellungen auf noch entsetzlichere, und kein Schlaf kam in seine Augen. Oft dachte er, dass er wahnsinnig sei und sich nur selber durch seine Einbildung alles erschaffe. Dann erinnerte er sich wieder der Züge Walters, und alles ward ihm immer mehr ein Rätsel. Er beschloss, eine Reise zu machen, um seine Vorstellungen wieder zu ordnen. Den Gedanken an Freundschaft, den Wunsch nach Umgang, hatte er nun auf ewig aufgegeben. Er zog fort, ohne sich einen bestimmten Weg vorzusetzen. Ja, er betrachtete die Gegenden nur wenig, die vor ihm lagen. Als er im stärksten Trabe seines Pferdes einige Tage so fortgeeilt war, sah er sich plötzlich in einem Gewinde von Felsen verirrt, in denen sich nirgends ein Ausweg entdecken ließ. Endlich traf er auf einen alten Bauern, der ihm einen Pfad, einem Wasserfall vorüber, zeigte. Er wollte ihm zur Danksagung einige Münzen geben, der Bauer aber schlug sie aus. »Was gilt's?« sagte Egbert zu sich selber. »Ich könnte mir wieder einbilden, dass dies niemand anders als Walter sei.« Und in dem sah er sich noch einmal um, und es war niemand anders als Walter. Egbert spornte sein Ross so schnell es nur laufen konnte durch Wiesen und Wälder, bis es erschöpft unter ihm zusammenstürzte. Unbekümmert darüber setzte er nun seine Reise zu Fuß fort. Er stieg träumend einen Hügel hinan. Es war, als wenn er ein nahes, munteres Bellen vernahm. Birken säuselten dazwischen, und er hörte mit wunderlichen Tönen ein Lied singen. »Waldeinsamkeit, mich wieder freut. Mir geschieht kein Leid, hier wohnt kein Neid, von neuem mich freut Waldeinsamkeit.« Jetzt war es um das Bewusstsein, um die Sinne Egberts geschehen. Er konnte sich nicht aus dem Rätsel herausfinden, ob er jetzt träume oder ehemals von einem Weibe Bertha geträumt habe. Das Wunderbarste vermischte sich mit dem Gewöhnlichsten. Die Welt um ihn her war verzaubert und er keines Gedankens, keiner Erinnerung mächtig. Eine krummgebückte Alte schlich hustend mit einer Krücke den Hügel heran. »Bringst du mir meinen Vogel, meine Perlen, meinen Hund?« schrie sie ihm entgegen. »Siehe, das Unrecht bestraft sich selbst. Niemand als ich war dein Freund Walter, dein Hugo.« »Gott im Himmel«, sagte Egbert stille vor sich hin, »in welcher entsetzlichen Einsamkeit habe ich dann mein Leben hingebracht?« »Und Bertha war deine Schwester.« Egbert fiel zu Boden. »Warum verließ sie mich tückisch? Sonst hätte sich alles gut und schön geendet. Ihre Probezeit war ja schon vorüber. Sie war die Tochter eines Ritters, die er bei einem Hirten erziehen ließ, die Tochter deines Vaters.« »Warum habe ich diesen schrecklichen Gedanken immer geahnt?« rief Egbert aus. »Weil du in früher Jugend deinem Vater eins davon hast erzählen hören. Er durfte seine Frau wegen dieser Tochter nicht bei sich erziehen lassen, denn sie war von einem anderen Weibe.« Egbert lag wahnsinnig und verscheidend auf dem Boden. Dumpf und verworren hörte er die Alte sprechen, den Hund bellen und den Vogel sein Lied wiederholen. EA Productions